Moin, liebe Lüt. Ich habe ein paar E-Mails von euch bekommen nach meinem letzten Video vom Einwintern meines Fahrzeuges. Da habe ich unter anderem hier die Seite meines Fahrzeuges gezeigt und der ein oder andere ist darüber gestolpert. Moment mal, das ist doch ein Pöseltuwin Plus, aber dein Austritt von der Truma-Heizung sieht ganz anders aus als bei mir. Was ist denn da verbaut? Da kamen ein paar interessierte Nachfragen und dazu gibt es jetzt heute mal ein Shorty mit einem Update dazu, was ich da gemacht habe und weshalb ich das getan habe. Das waren wirklich aufmerksame Zuschauer, die so ein kleines Detail in dem Video plötzlich, über das ich gar nicht weiter geredet habe, wahrnehmen und sehen. Also Hut ab, wer sowas alles in meinen Videos erkennt. Echt eine tolle Nummer. Freut mich auch. Also ich freue mich sowieso über jedes eurer Feedbacks. Gebt mir gerne Kommentare unter meinen Videos, auch unter diesem Video, was ihr davon haltet, was ihr für Ideen habt. Ich interagiere da gerne mit euch und hole mir auch gerne Ideen von euch ab, wenn ihr irgendwo zu einem bestimmten Thema euch ein Video wünscht. Da könnt ihr gerne dann auch mal per Kommentar dann an mich rantreten. Ja, was auch aufgefallen ist, das hier ist die eigentliche Abdeckung, die man üblicherweise bei einem Pöseltuwin Plus mit der Truma 4 Heizung dann ausgeliefert bekommt. Und ich halte diesen Deckel für eine relative Fehlkonstruktion. Es liegt daran, dass das kondenswasserhaltige Abgas hier über diese Lüftungsschlitze abgeführt wird, nach unten rausgedrückt wird. Und dann trifft es hier unten auf diese Kante. Ich hoffe, die Kamera stellt einigermaßen scharf. Diese Kante ist rund ausgeformt, das heißt, das Wasser folgt hier dieser Rundung und ist dann letzten Endes hier unten dann doch wieder ganz unten an der Fahrzeugkante dran. Eigentlich bei allen diesen Truma-Ablässen, die ich bisher an anderen Fahrzeugen gesehen habe, wo nicht jemand nachgerüstet hat und sich nicht was einfallen lassen hat, sieht man dann entsprechende Kondenswasserläufer, die dann immer an der Fahrzeugseite genau im Bereich unter dem Auslass dann sich niederschlagen. Da sind dann auch gegebenenfalls Kalkränder und ähnliches. Und dann haben wir hier auch noch diese Beplankung an der Seite vom Fiat Ducato, der dann also auch mit dem Kunststoff dann ebenfalls darunter leidet. Das sind nachher Spuren, die man auch nicht mehr weggewischt bekommt und nicht mehr weggewaschen bekommt. Für mich also eine relative Fehlkonstruktion. Jetzt gibt es 3D-Drucker, die für den Original-Truma-Auslass entsprechend einklipsbare oder auf diese beiden Schraubpunkte dazwischen schraubbare Aufsätze gebaut haben, die das Ganze dann hier in eine Nase umwandeln, diese Nase dann etwas weiter vom Fahrzeug wegführen, also quasi, wenn ich das in die Seitenansicht nehme, den Abtropfpunkt hier nach außen verlagern. Und die kann man dann natürlich sich dann auch besorgen. Darüber habe ich durchaus nachgedacht, mir so etwas zu besorgen. Andere haben zum Teil einen Trick, einen ganz einfachen Trick gemacht, dass sie in dem Moment, wo sie die Heizung benutzen, hier außen eine Plastikwäscheklammer dran anklipsen. Die hat eine ganz ähnliche Funktion. Das Wasser ist adhesiv, möchte gerne sich an der Oberfläche festhalten, solange es geht, läuft nach vorne ab und tropft dann auch weiter vom Fahrzeug weg. Ich habe mich aber für eine andere Variante entschieden, denn ich habe mir einen komplett neuen Auslass von der Firma LST für Truma-Heizung bestellt. Der passt genau auf die Originalaufnahmen herauf. Das Einzige, wo er nicht ganz passgenau gewesen ist, ist hier auf dem Innenkranz, an dem er dann quasi ja, in den Durchlass von dem Auspuff letzten Endes dieser Gasheizung dann aufgesteckt wird. Da war ein bisschen unwillig, unwirsch, wollte, als ich ihn jetzt das erste Mal angepasst habe, nicht gleich in die Position gehen. Das habe ich mit ein bisschen Schleifpapier dann behandelt, dass ich also mit sehr, sehr feinem Schleifpapier, ich glaube, das war sogar ein Tausender Papier, was ich da in dem Moment benutzt habe, dann einfach in einer, ja, gemütlichen Abendrunde das Ganze hier abgeschliffen habe, so lange, bis es butterleicht reinging und also exakt abdichtet. Hält an den Originalschraubenpunkten, ist also eine ziemlich saubere Geschichte. Und hier ist der Vorteil, dass die Nase von vornherein so geformt ist, dass sie hier auf eine Abtropfrinne zuläuft, die weit genug vom Fahrzeug weg ist, dass die abtropfenden Wassermengen die Karosserie gar nicht mehr berühren. Es tropft also frei ab. Hat sich in der Praxis jetzt seit über einem Jahr hervorragend bewährt. Ich habe jetzt diese Seite hier nicht gesondert behandelt. Das ist ganz normal nur durch die reguläre Autowäsche gegangen. Und ihr seht, ich habe keine Kalkränder, keine Kalkspuren.
In dem Sinne hat sich dieser andere Aufsatz von der Firma LST für mich voll bezahlt gemacht. Von beiden Seiten läuft es dann quasi hier endlich auf den Abtropfpunkt zu. Dieser Abtropfpunkt hat hier auch eine wesentlich härtere Kante, dass es also nicht so stark daran wieder zurückläuft. Und ist dann auch, wenn ich mal in die Seitenansicht gehe, weit genug vom Fahrzeug weg. Ich muss mal die Kamera anders nehmen. Wenn wir uns das in der Seitenansicht angucken, dann könnt ihr jetzt auch sehen, dass hier dieser Abtropfpunkt deutlich von der Karosserie entfernt ist. Das hat sich in der Praxis absolut bewährt. Es hat auf dieser Fahrzeugseite keine Sonderbehandlung gegeben. Das Fahrzeug ist insgesamt gewaschen worden, dann, wenn es halt schmutzig war. Ich habe an dieser Stelle nicht besonders geschrubbt oder gereinigt. Und ihr seht, nach einem Jahr Betrieb, und es ist auch einige Male dabei die Heizung gelaufen, in meinen Urlauben entsprechend, jetzt zuletzt gerade in Südfrankreich, da war es dann nämlich auch schon allmählich nachher etwas frisch. Ich habe keine Wasserläufer hier, nichts Sichtbares, hat sich absolut bewährt. Ich bin top zufrieden mit diesem Deckel. Da hat sich die Investition, ich glaube, von knapp 21, 22 Euro für mich voll bezahlt gemacht. Ich halte euch nochmal den Originaldeckel im Vergleich daneben, dass ihr das sehen könnt. Und dann nochmal in der Seitenansicht, dass man hier mal den Vergleich ziehen kann. Tatsächlich wäre die Ansicht auch noch ein bisschen eine andere, wenn ich den Truma-Deckel wirklich montieren würde. Ich könnte das hier ein bisschen sehen an der Stelle, dass der jetzt weiter rausragt. Denn er kann jetzt natürlich nicht in den Kanal des Abgasstrangs eingeführt werden. Der wäre normalerweise noch dichter am Fahrzeug dran. Und dann wäre natürlich auch die Abtropfkante dichter am Fahrzeug. Manchmal sind es ja die kleinen Tipps, die einem das Leben leichter machen. Ich werde euch mal den Artikel unterm Video verlinken, wenn euch der gefällt. Ansonsten kann ich euch nur den Tipp geben, schaut mal bei eBay rein. Da gibt es entsprechend viele Anbieter, die einen 3D-Drucker haben, die entsprechende Anpassungen für den Originaldeckel von Truma einem anbieten. Kostet ein ähnliches Geld, also viel sparen kann man da nicht, aber es ist halt eine persönliche Vorliebe, was man schöner findet. Ob man das Ganze dann nicht als dauerhafte Installation haben will, zum Einklipsen haben will, ob man sich das ja auch wirklich die Arbeit machen will, das Ganze loszuschrauben und da einen anderen Deckel anzubringen. Da sind die Vorlieben unterschiedlich. Den ich gewählt habe, verlinke ich euch unter dem Video. Es gibt den auch in verschiedenen Farben. Ich habe ihn jetzt hier in so einem dunklen Grau, passt sehr gut zu schwarzem Fahrzeug, aber auch zu anderen dunkleren Farben würde das sehr gut passen. Ebenso habe ich ihn auch in einer Art Creme-Weiß bei Amazon gesehen. Beide kosten genau dasselbe, sind von derselben Firma, also ist dieselbe Qualität dahinter. Und passt dann natürlich zu helleren Fahrzeugen, gegebenenfalls weißen Kastenwagen, dann auch sehr, sehr gut von der Farbabstimmung her. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.